Ich stelle nur die Frage, quasi brauchst du die Universität für das, was du vorhast? Ich habe sie für mich so beantwortet, dass ich sie für das, was ich vorhabe, nicht unbedingt brauche. Ich habe irgendwann gemerkt, nachdem ich herausgefunden habe, was so meine obersten drei Grundwerte sind, die da sind Freiheit, Unabhängigkeit und Hingabe, habe ich gemerkt, okay, das vielleicht liegt es daran, dass ich mir nicht vorstellen kann, für jemand anders zu arbeiten. Ich würde zudem nicht nur gerne Unternehmer sein, sondern ich möchte auch was verändern. Und als Unternehmer kann ich im Endeffekt was kreieren, was ich gerne in der Welt sehen möchte. Und um den Bogen zurück zur Uni zu spinnen, wie kann ich lernen, Unternehmer zu werden? An der Uni habe ich das nicht gefunden. Ich habe mir super, super viele Unis in ganz Europa angeschaut und habe keine Universität gefunden, die mir wirklich hands-on einerseits das Wissen und andererseits den Freiraum gegeben hat, um Dinge anzuwenden und irgendwie unternehmerisch tätig zu werden. Also habe ich gesagt, ich mache das selbst, suche mir Mentoren, habe meine eigenen Projekte gestartet und habe mir so ein Umfeld selbst gebaut, in dem ich die unternehmerischen Fähigkeiten, die ich entwickeln wollte, einigermaßen so, wie ich mir das vorgestellt habe, entwickeln konnte. Das heißt, für mich sage ich, okay, ich brauche keine Uni unbedingt. Und ja, ich glaube auch also das ist das eine. Das andere ist, so wie Universität heute funktioniert, ist sie einfach nicht angemessen. So, also Universitäten sind ähnlich wie das Schulsystem einfach so ein traditionelles System, was ziemlich da ist, was sich langsam verändert. Und eben, wenn wir uns anschauen, wie schnell sich zum Beispiel die Wirtschaft verändert, wie schnell sich unser gesellschaftliches Bewusstsein verändert, dann ist dieses starre System einfach nicht in der Lage, sich schnell genug anzupassen. Das heißt, die Leute, die wir ausbilden in den Universitäten, die sind eigentlich gar nicht, die werden nicht dafür ausgebildet, für das, was wir heute brauchen, werden nicht mit dem ausgestattet, was sie heute brauchen, sondern mit dem immer noch durch diese gleiche Mühle geschleift, mit Wissen und Allgemeinbildung und was weiß ich, für Jobs, die es heute gar nicht mehr gibt, sondern die es vor 20, 30, 40 Jahren gab. Wir merken, es passiert was Cooles und es bewegt sich was. Trotzdem sind und wir würden gerne noch so viel mehr machen, aber irgendwie trotzdem diese Widerstände zu spüren, trotzdem zu merken, es geht vielleicht nicht so schnell, wie wir gerne hätten, trotzdem zu merken, okay, es gibt krasse Leute, die uns aufhalten wollen, die einfach an dem alten System festhalten wollen, weil sie davon einfach profitieren und weil sie es nicht ändern wollen und weil sie einfach auf Teufel komm raus den Status quo erhalten wollen. Und mir geht es oft so, dass ich dann denke, krass, vielleicht haben die ja recht, vielleicht geht diese Veränderung, wie ich sie mir vorstelle, doch gar nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Vielleicht muss ich mich da doch anpassen. Was dann dazu führt, dass ich dann manchmal denke, okay, vielleicht bin ich doch einfach nur zu illusorisch und zu idealistisch. Um dann eigentlich, wenn ich zu so einem Event wie hier komme, festzustellen, nein, überhaupt nicht. Es ist voll gut, da so idealistisch zu sein, weil genau das eigentlich so die meiste Kraft freisetzt. Und es braucht länger, als wir vielleicht denken und braucht einfach auch ein Stück Durchhaltevermögen an der Stelle. Und ich finde es super schwer, mich da immer wieder dran zu erinnern. Und nicht wieder, quasi, wenn ich dann eine Zeit lang auf diesem Pfad bin und denke, okay, Veränderung ist möglich, nicht immer wieder so ein bisschen abzuschweifen, mich anzupassen und zu denken, okay, es ist doch nicht möglich und ich muss mich anpassen. Das ist so eine persönliche Herausforderung, die ich immer wieder erlebe und was ich so ein bisschen auch, wo ich das Gefühl habe, dass wir da einfach, indem wir uns gegenseitig Halt geben und wir jetzt in so einem Rahmen einfach da voll viel bewegen können, einfach durch so ein gemeinsames Bewusstsein, ja, es geht was und wir können was verändern. Ich habe bei mir gemerkt, dass ich mich unglaublich weiterentwickelt habe, wenn ich mir tiefe Fragen gestellt habe, wenn ich davon nicht davon gelaufen bin, wenn ich mich Ängsten gestellt habe, wenn es so einen gewissen Widerstand gab zwischen dem, was ich gemacht habe und dem, was ich gedacht habe, da einfach nachzuforschen. Und ich habe einfach so einen riesen Drang mit der Zeit entwickelt, nachdem ich mich von der Schule erholt habe, zu verstehen. Also irgendwie Drang nach Erkenntnis. Also ich will Dinge auf den Grund gehen, will schauen, was steckt dahinter und möchte das gerne weitergeben. Und wie erfolgreich das sein wird, keine Ahnung. Ist mir auch, am Anfang war es mir ziemlich wichtig und ich wollte irgendwie Dinge machen, die auch die Medien aufgreifen und irgendwie keine Ahnung, so habe mich so ein bisschen danach ausgerichtet und habe dann gemerkt, dass das nicht wirklich funktioniert, sondern dass ich eigentlich was machen möchte, woran ich glaube und
ich sehe bei super vielen Leuten oder bekomme super viel Feedback von den Leuten, die meinen Blog lesen, dass es, dass da was ankommt. Also ich habe vor Ende 2014 eine kleine Rundmail rumgeschickt an die Leute, die meinen Blog lesen, mit einer kurzen Frage, in der ich einfach nur gefragt habe, was hat sich bei euch in 2014, dadurch, dass ihr meinen Blog gelesen habt und dass ihr die Artikel gelesen habt, was hat sich bei euch konkret verändert? Und ich hatte innerhalb von wenigen Stunden über 400 E-Mails mit Leuten, die mir teilweise ausführlich in mehreren Absätzen geschildert haben, was sich bei ihnen konkret verändert haben. Das waren Leute, die die Uni abgebrochen haben und ein Praktikum angefangen haben und damit super glücklich sind. Das waren Leute dabei, die endlich einen Mentor gefunden haben. Es waren Leute dabei, die endlich zu einer gewissen Veranstaltung gegangen sind und da Gleichgesinnte gefunden haben. Und super verschiedene Sachen. Und das war für mich so ein Zeichen, okay, krass, anscheinend passiert zumindest ein bisschen was da draußen. Und das reicht mir aus, um weiterzumachen. Je früher wir quasi Menschen dazu bringen, sich diese Fragen zu stellen, desto besser. Und deswegen finde ich auch, dass quasi das, was gerade passiert, ist genau kontraproduktiv, was im normalen Schulsystem passiert, ist, wir stopfen Leute voll mit Allgemeinbildung und es ist eigentlich genau das Gegenteil von, wir stellen ihnen Fragen und schauen, was bei ihnen da ist, sondern wir setzen ihnen was vor und geben ihnen gar keinen Raum, Fragen zu stellen oder zu erforschen. Und deswegen bin ich so ein großer Kritiker dieses klassischen Schulsystems. Die Frage, die ich stelle, ist, warum tust du das, was du tust? Und was dann passiert, ist oftmals einfach so kurze Stille. Leute gucken mich an, haben große Augen. Manchmal fällt auch die Kinnlade so ein bisschen runter. Und viele denken erstmal nach und oder wollen nochmal wissen, was hast du da gerade gesagt? Und dann geht's los. Oder dann geht's los, dass sie anfangen, darüber nachzudenken. Und viele sagen, gute Frage, weiß ich gar nicht. Oder um später viel Geld zu verdienen oder um Anwalt zu werden. Und dann entwickelt sich meistens ein spannendes Gespräch darüber, was es für verschiedene Antwortmöglichkeiten auf diese Frage gibt. Ja, und es ist für mich großartig zu sehen, wie es bei Leuten so einen Denkprozess in Gang setzt und wie sie anfangen zu überfragen, okay, was ist meine Motivation, warum mache ich diese Dinge, bin ich auf dem richtigen Weg oder sollte ich mich vielleicht ein bisschen intensiver damit beschäftigen. Heute ist es so, viele Leute kommen aus der Schule raus und stellen sich vielleicht mit 18, 19 zum ersten Mal die Frage, aber haben gar nicht so wirklich die Zeit, sich wirklich mit der Frage auseinanderzusetzen, weil dann schnell dieser Druck da ist, okay, ich muss schnell an die Uni, ich muss schnell irgendwie meine Profession finden und meinen Beruf machen. Das heißt, je mehr wir das quasi vorverlagern können und können mit 6, 7, 8, 9 Jahren den jungen Menschen den Freiraum geben, sich genau diesen Fragen zu widmen und auch auszuprobieren einfach. So, wie geil ist es denn, wenn ich mit 6 anfange, meinen Traumberuf zu finden und da einfach anfange, Erfahrungen zu sammeln, was mir gefällt und was nicht, was ich gut kann und was nicht, anstatt erst mit 18 oder 19. Das ist doch großartig. Dann habe ich viel mehr Zeit. Gerade passiert ja so ein Trend hin zu alternativen Schulformen. Das ist schon mal, wie ich finde, eine sehr positive Entwicklung, dass einfach mehr Eltern merken und ich bekomme super viele E-Mails auch von Eltern, die mir sagen, hey, ich weiß nicht genau, ob ich mein Kind in die Schule schicken soll oder nicht, und die sich da einfach Gedanken drüber machen. Und das finde ich schon großartig. Das ist schon dieser erste Schritt, einfach kritisch zu überlegen, okay, was mache ich jetzt wirklich? Dann kenne ich Familien, die ihre Kinder überhaupt nicht zur Schule schicken, die damit super gute Erfahrungen machen, andere machen damit nicht so gute Erfahrungen. Und da ist es so ein bisschen auch so ein Ausprobieren. Aber im Endeffekt geht es weniger um die konkreten Strategien, sondern mehr um die Prinzipien, die dahinter stehen. Und die Prinzipien sind eigentlich universell anwendbar. Das heißt, die Prinzipien kann man in jedem System im Endeffekt installieren. Dafür muss nur das System merken, dass es mit den Prinzipien besser funktioniert als mit dem, was gerade da ist. Und das ist so ein bisschen, das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe an, gute Fragen zu stellen, versuchen rauszufinden, was sind diese Prinzipien und dann Wege zu finden, den Entscheidungsträgern glaubhaft zu machen, dass es mit diesen Prinzipien für alle Beteiligten eigentlich besser funktioniert.